2009 ist der Niklas dann zu uns gekommen. Da war halt Hoffenheim für mich erste Wahl und haben mich auch von Anfang an wohl gefühlt. Ich hatte damals das Glück, dass der Frank mir das mehr oder weniger auch ermöglicht hat, ein bisschen in das Trainergeschäft reinzuschnuppern. Frank Fröhling, Kai Hertling, Niklas Süle, drei mit einem gemeinsamen Weg von der U15 zu den Profis in die Bundesliga. Ich glaube, jeder wird lügen, wenn er jetzt sagt, er hat von Anfang an gewusst, dass der Niki Profi wird. Der Niki hat sicherlich auch in dem Alter schon vieles mitgebracht. Er war damals schon relativ groß, was natürlich negativ gesagt auch viele der Meinung waren, dass er damals nur akzeleriert ist, dass er später irgendwann mal eingeholt wird, dass er nur von seinen körperlichen Vorteilen lebt. Aber wer täglich mit Niklas zusammengearbeitet hat, der hat schon auch gesehen, dass das nicht nur die Größe und die Körperlichkeit war, sondern dass da der Niklas für seine Größe extrem technisch gut ausgebildet ist. Ja, das erste Mal zu den Profis hochgezogen wurde ich in meiner ersten richtigen A-Jugendsaison, also gegen Ende. War dann oben, war aber die ersten paar Spiele nicht im Kader. Auf einmal hatte damals der Yannick Westergaard eine Gelbsperre bekommen. Und dann durfte ich halt direkt, obwohl ich noch nicht einmal im Kader war, durfte ich direkt ran gegen den HSV damals. Ging dann für mich relativ schnell so, dass ich da reingeworfen wurde und habe dann auch die letzten, ich glaube drei Spiele waren es noch, mit Dortmund und die beiden Relegationsspiele gemacht. Und ab da war es halt für mich dann wo ich mir gedacht habe, jetzt geht's richtig los. Jetzt habe ich dann im Sommer die Sommervorbereitung, wo ich mich empfehlen will. War ich zwar noch 17, aber ich war einfach geil drauf, dass ich mich da festbeiß. Ja, kurze Zeit später, zur nächsten Runde bin ich ja dann auch dazugekommen als Co-Trainer oben. Und glaube ich in derselben Saison dann am Anfang in der Vorbereitung auch noch der Kai. Natürlich ist das erstmal eine lustige Geschichte, beziehungsweise haben wir uns bestimmt alle damals nicht so träumen lassen, dass wir in dieser Konstellation nochmal zusammenkommen. Eigentlich war ja damals auch der Kai, als er bei uns in der U15 war, nicht auf dem absteigenden Ast, aber seine Profikarriere war ja eigentlich schon beendet. Ja, ich meine, dass der Niklas vielleicht oben mal landet, damit konnte man vielleicht am ehesten noch rechnen. Aber dass wir in dieser Konstellation nochmal zusammenkommen und ich in der glücklichen Lage bin, beide nochmal trainieren zu dürfen, ist natürlich schon eigentlich eine geile Sache. Ja. Also ich glaube schon, dass es so war, wie Frank gesagt hat, dass man davon ausgehen konnte, dass Niki eventuell da oben landet. Okay, dass wir zwei da oben landen, das war, sagen wir mal, zu dem Zeitpunkt, wo wir hier als Trainer und Co-Trainer aktiv waren, glaube ich, nicht absehbar. Und für mich einerseits, klar, mit Niki nochmal zusammenzuspielen, ist eine super Erfahrung, hätten wir damals nie gedacht. Aber auch da den Frank dann nochmal als Co-Trainer zu haben, ist eigentlich so ein Ding. Ich glaube, das passiert nicht so oft im Fußball und für uns ist es, glaube ich, so, dass wir die Zeit da oben einfach genießen und man schaut, wohin es geht. Vielleicht ja noch weiter zu dritt in dieser Konstellation oder in anderer. Sicher ist, den Ort, an dem ihr gemeinsamer TSG-Weg begann, wird keiner vergessen.